Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs der Prima Gitarrenschule. Heute zeige ich euch den ersten Anschlag. Und wir wollen die Saiten mit dem Daumen anschlagen. Ihr sitzt jetzt in der richtigen Position und habt die Gitarre auf dem linken Bein. Dann nehmt ihr euren Ellenbogen und stellt ihn auf die Zarge in die Mitte, auf dieser Erhöhung von dieser Rundung in die Mitte. Und dann beugt ihr den Arm nach vorne. Die Hand sollte jetzt über dem Schallloch sein. Den Daumen setzen wir an die dritte Saite. Wir zählen immer von unten. 1, 2, 3. Und die übrigen Finger, die setzen wir an die erste Saite. Und jetzt versuchen wir mal mit dem Daumen die dritte Saite anzuschlagen. Ihr müsst aufpassen, dass die übrigen Finger so an der ersten Saite stehen, dass der Daumen am Zeigefinger vorbeispielen kann. Also so wäre falsch, dass der Daumen in die Hand reinspielt. Das wäre falsch. Also achtet darauf, dass die Finger ein bisschen weiter nach rechts stehen, sodass der Daumen vorbeispielen kann. Jetzt habt ihr, bildet die Hand so einen kleinen Tunnel, also hier ist entsteht so ein kleines Loch und dann ist alles richtig. Also die G-Saite, die dritte Saite, die schlagen wir jetzt mal viermal an. 1, 2, 3, 4. Viele machen noch den Fehler und berühren die darunterliegende Saite. Das wäre falsch. Versucht wirklich den Daumen so, also die Saite eher zu ziehen, als durchzudrücken. Also das ist der freie Daumenanschlag. Das müsst ihr ein bisschen probieren. Aber eben auch nicht so dolle ziehen, dass es eben so knallt. Das ist auch nicht richtig. Also versucht wirklich so ganz locker, als würdet ihr so eine Fussel wegwischen wollen. Ja, das muss man ein bisschen probieren. Jetzt gehen wir mal mit dem Daumen an die sechste Saite, ganz oben. Jetzt wird der Tunnel ganz groß. Und jetzt schlagen wir jede Saite viermal an. Ich zähle vor. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nächste Saite. 1, 2, 3, 4. Nächste Saite. 1, 2, 3, 4. Nächste Seite. 1, 2, 3, 4. Nächste Seite. 1, 2, 3, 4. Und die unterste, die schlagen wir nicht an, da sitzen ja die Finger dran. No, die schlagen wir dann später mit den Fingern an. Ja, also das probiert ihr ein paar Mal und dann werdet ihr das Gefühl dafür kriegen, wie dolle ihr anschlagen müsst, damit das gut klingt. Wenn ihr das gut geübt habt, dann können wir schon zu den ersten drei Liedern in diesem Buch kommen. Nummer 2, Alle meine Entchen. Da stehen jetzt so Zahlen und das sind die Seitenzahlen. Wie schon vorhin gesagt, wir zählen immer von unten. Also die unterste Seite ist die erste. 2, 3, 4, 5, 6. Und bei diesem Lied Nummer 2 fängt es mit der vierten Saite an. Also zählen wir 1, 2, 3, 4, setzen wieder die anderen Finger hier unten dran und dann haben wir in der ersten Zeile nur Vieren. In der zweiten Zeile haben wir dann die 3, das heißt, wir müssen eine Saite darunter anschlagen, die dritte Saite und dann wieder die vierte Saite. Dann wieder die dritte Saite, dann wieder die vierte Saite. Dann kommt die fünfte Saite, das ist die vorletzte. Dann wieder die vierte, dann wieder die fünfte und dann wieder die vierte. Ja, ich spiele das mal und zähle vier vor. Erstmal ohne Singen und dann probieren wir es mal mit Singen. Am Ende des Videos mache ich noch eine Play-Along
mit der richtigen Melodie. Wenn ihr noch Schwierigkeiten habt mit dem Dazusingen, könnt ihr das einfach dann dazu spielen. Eins, zwei, drei, vier. Das ist also jetzt die Begleitung zu dem Lied Alle meine Entchen. Ihr habt gemerkt, ich habe bei manchen Zahlen gewartet. Das ist immer da, wo diese Kästchen sind. Aber das ergibt sich dann, wenn ihr das Lied dazu singt. Da müsst ihr einfach länger warten. Ja, jetzt mache ich das mal mit Singen. Ich zähle wieder vier vor und dann könnt ihr vielleicht schon mitspielen und mitsingen und das mal probieren, wie das funktioniert. Eins, zwei, ach so, ganz wichtig. Der Anfangston, wie man singt, das ist ja nur die Begleitung, die wir spielen, ist natürlich nicht unbedingt immer der Anfangston, den man hier spielt. Das ist das hohe D, das steht hier auch. Ich spiele das mal. Dann summen wir das nach. La. Und dann geht's los. Eins, zwei, drei, vier. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Ja, vielleicht seid ihr ja schon mitgekommen und dann werdet ihr sehen, das macht ganz viel Spaß. Okay, wir kommen gleich zum nächsten Lied, was genauso, also ähnlich aufgebaut ist. Bruder Jakob Nummer 3 auf der nächsten Seite im Buch. Da benötigen wir immer die 4 und die 5. Ihr müsst wieder gucken, ob ihr auch richtig mit dem Daumen an der entsprechenden Seite seid. Die anderen übrigen Finger immer kontrollieren, dass die an der ersten Seite sitzen und wir diesen Tunnel bilden. So, und hier ist immer abwechselnd 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ich spiele euch das gleich mal mit Singen vor. Vielleicht könnt ihr das auch schon versuchen mitzuspielen. Auch hier ist der Anfangston wieder dieses D. Da. 1, 2, 3, 4. Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dam, dong, ding, dam, dong. Ja, auch hier habe ich bei den Kästchen wieder gewartet, aber wenn ihr das Lied kennt, dann wisst ihr ja, wie die Melodie geht und dann könnt ihr das auch. Wichtig bei dem Lied ist es, das fällt vielen Schülern immer schwer, wenn die Melodie, also wenn wir dann schneller singen, in der dritten Zeile, hörst du nicht die Glocken, da versuchen die meisten Schüler, auch schneller zu spielen. Das dürft ihr nicht. Also versucht wirklich gleichmäßig, hörst du nicht die Glocken? Also ihr müsst immer gleichzeitig, also gleichmäßig diese Zahlen anschlagen. Außer eben bei diesen Kästchen. Ja, das nächste Lied, Kuckuck, das können wir auch mal probieren. Auch hier ist der Anfangston wieder dieses hohe D.
Und hier brauchen wir die zweite Seite. Auch hier wieder aufpassen, dass der Daumen an den Fingern vorbeispielt. Die dritte Seite und die vierte Seite. Der Anfangston ist das D. Jetzt zähle ich bis 3 vor, bevor es losgeht. Eins, zwei, drei. Guck, 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 ruft's aus dem Wald. Lasset uns springen, tanzen und singen. Frühling, Frühling wird es nun bald. Ja, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Am Ende, jetzt kommen noch die Play-Alongs, also die Melodie auf der Gitarre gespielt, und ihr könnt dann diese Begleitung dazu spielen. Für heute verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Alle meine Entchen. Eins, zwei, drei, vier. Bruder Jakob. Eins, zwei, drei, vier. Kuckuck. Eins, zwei, drei.